Entschuldigung, aber... Verzieh dich. Ich war als Erster hier. Haben Sie wirklich gerade Ihren Garten verkauft für eine Flasche Glückselixier? Ein angemessener Preis, um den Schmerz und das Unglück zu lindern. Schmerz und Unglück? Wieso soll ihn sein Garten unglücklich gemacht haben? Ist er etwa blind? Hast du nicht die Poster gesehen? Was nützt mir ein Garten oder überhaupt irgendwas, wenn ich den großen Illusionisten nicht sehen kann? Ah, der große Zaro. Aber ich habe keine Karte bekommen. Was für ein Unglück. Und wo findet die Vorführung neuer statt? Das habe ich mich auch schon gefragt. Wünschtest du nicht, jemand hätte eine Heilung dafür? Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage, an dem Sie sich unerfüllt fühlten? Ich habe eine Medizin dagegen. Das Wunderelixier verbreitet sich über Ihre Nase im ganzen Körper. Schon nach ein paar Flaschen werden Sie merken, wie sich das Glück zu Ihren Gunsten wendet. Riechen Sie heute an einer Flasche und wir verändern Ihr Morgen. Tritt näher, kleiner Junge. Du willst doch sicher auch den großen Zaroff sehen. Den Illusionisten. Möglich. Und der Schmerz, nicht zu wissen, wie, zerrt dich auf. Eigentlich nicht. Was? Der Bann wirkt bei dir nicht. Dann sieh zu, dass du Land gewinnst, bevor ich dich bei lebendigem Leibe verschlinge, Menschenkind. Ich hab keine Angst vor dir, du maskierter Pausenclown. Verzieh dich. Ich war als Erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Sie sind sicher. Doch, ich sehe es in Ihren Augen. Sie sind sich Ihrer Sache sicher. Und Sie sollen es nicht bereuen. Denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eines Ihrer Probleme nehme ich Ihnen ab. Oh, nun gib mir schon die Flasche. Eine Flasche für den Hasen. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Verzieh dich. Hatten Sie schon einmal einen? Nein. Ich will sie gegen eine Eintrittskarte für den großen Zaroff eintauschen. Die Igelbrüder haben auch schon eine. Da muss ich hin. Aber du hast doch so lange auf deine Tasche gewartet. Ach was, du hast keine Ahnung. Du bist langweilig. Geh weg. Hallo? Ist jemand da? Wo ist der alte Magier nur hin? Moment mal! Ist das nicht... Wie bin ich denn hier hochgekommen? Ich war das. Ein Monokel. Prall gefüllt mit irgendwas. Die Naht platzt fast schon auf. Hm.
Mais. Das nehme ich mit. Sieht fast aus, als ob das Regal bald auseinanderfällt. Bald. Aber noch nicht. Maiskorn in Position. Und jetzt? Die Sonne beleuchtet das Maiskorn so dramatisch. Okay. Du hast mich befreit. Was ist passiert? Das Konsortium Squamata ist über Mauswald gekommen. Mir ist es gelungen, einen von ihnen in eine Bandflasche zu sperren. Doch dann habe ich mich selbst ins Kristall verbannt. Konsortium Squamata, ein Konsortium von Echsen. Sie haben schon viele Welten heimgesucht. Doch sie reisen diesmal im Schatten eines viel größeren Unheils. Ja, der Marquis ist verschwunden. Und mein Zuhause auch. Der Marquis. Darum also. Etwas Dunkles hat sich im Herz des Portalsystems festgesetzt. Ich werde versuchen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen. Um Mauswald zu helfen und nach Hause zurückzukehren, musst du mir die Echsen bringen. Nimm diese Bandflaschen. Denk dran, die Echsen selbst müssen sie öffnen. Sonst ergeht es dir wie mir. Und Mauswald und dein Zuhause sind verloren. Ich werde versuchen, ihm die Flasche hinter seinem Rücken unterzujubeln. Mal sehen, ob's klappt. Jetzt will ich aber auch eine Flasche haben. Ich war als Erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Und Sie sollen es nicht bereuen. Eine Flasche für den Hasen. Und wie funktioniert das nochmal? Das Wunderelixier verbreitet sich über ihre Nase im ganzen Körper. Oh, der Korken sitzt aber fest. Aber wenn ich mit dem Daumen etwas nachhelfe... Ich habe ihn in einer Flasche eingesperrt. Wie passend. Was hast du getan? Ich werde... Das ist eine Eintrittskarte. Endlich! Er schläft. Der große Tarof. Was für eine Show. Und ich... Ich in der ersten Reihe. Es klingt fast, als wäre er da. Als würde er die Zaubervorstellung im Traum besuchen. Wie seltsam. Es muss an der Eintrittskarte da liegen, die die Echse verloren hat. Da lasse ich besser die Finger davon. Ein Baumstammcafé. Es sieht richtig herzerwärmend aus. Jemand